Ich will das Ding ableiten. F' von x ist gleich. Und dann auch die Ableitung 0 setzen. Ja, am Schluss. Zum Ableiten sehe ich sofort, da ist ein Produkt. Ich habe eine Produktregel. Ich habe hier die Funktion u und die Funktion v. Und ich habe hier ein u-v plus u mal v'. Und weil es kompliziert ist, mache ich eine saubere Nebenrechnung. Also v von x ist ln von 1 durch x. So, und 1, 1 durch x. Und ich suche v' von x. Und da mache ich jetzt einen Trick. Das ist ln von x hoch minus 1. Und den minus 1er kann ich ja, das sind diese Logarithmusregeln, nach vorne schmeißen. Und damit habe ich, ist das hier bin ich, ist gleich minus 1 mal ln von x. Und das kann ich wunderschön ableiten. Ln x ist 1 durch x, also der minus 1er bleibt minus 1 mal 1 durch x. Also minus 1 durch x. Hätte ich das andere abgeleitet, wäre es auch. Das machen wir jetzt zum Spaß. So. Ln von 1 durch x Strich. Also, das ist jetzt Kettenregel. 1 vom Gelben abgeleitet gibt 1 durch das Gelbe. Also haben wir jetzt hier 1 durch x. Ne? Mal nachdifferenziert. X hoch minus 1 abgeleitet gibt minus 1 mal x hoch minus 2. Also mal. Minus 1 mal x hoch minus 2. Ja, und das ist ein Doppelbruch und hin und her, und dann kommt das Gleiche raus. Und jetzt versteht man auch, warum ich jetzt den Trick, mit dem Trick geht's schöner. Ja. So, zurück jetzt die andere Geschichte. U von x, genau. U von x war 4 durch x Quadrat. Das schreibe ich als 4 mal x hoch minus 2. Ich habe keine Lust auf ein. Auf den Natz minus Zahn, auf den Quotientenregel und jetzt eben ist 4 mal minus 2 nach vorne und x hoch minus 3. Der Nenner wird um 1, das ist die ganz normale Ableitung. Also habe ich hier minus 8 mal x hoch minus 3. Gut. Also das ist mein U-Strich, das ist mein V-Strich und jetzt geht's los. U-Strich, also minus 8 x hoch minus 3 mal ln von 1 durch x. Ja, oder ich könnte auch dieses minus 1 mal ln x schreiben, das ist egal. Plus u von x, da haben wir jetzt dieses 4 durch x Quadrat mal und jetzt hier minus 1 durch x. Damit wäre ich eigentlich fertig, aber weil ich das 0 setzen möchte, möchte ich es erst vereinfachen. Und beim Vereinfachen sollte man dann immer schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, was auszuklammern. Und das gibt es hier. Ich habe, das schaut nicht so aus, aber das x hoch minus 3, also x Quadrat mal x ist auch ein 1 durch x hoch 3. Und das ist auch ein x durch 3. Und deswegen schreibe ich es nochmal so hin, dass es jeder sieht. F' von x gleich. Minus 8, ich habe hier hinten einen Vierer. Das ist also jetzt quasi 2 mal minus 4 mal 1 durch x hoch 3 mal ln von 1 durch x plus minus 4 durch x hoch 3. Und dann lässt sich dieses Gesumse hier, das da, ausklammern. Und dann habe ich ein f' von x gleich minus 4 durch x hoch 3 mal hier 2 ln 1 durch x. Oder man könnte auch dieses Minus nach vorne und so weiter machen. Und hier Plus, da bleibt nur 1 übrig. Schön. Jetzt schaut es schön aus. Jetzt kann ich es 0 setzen. Jetzt habe ich die Geschichte. Hier ist ein Produkt. Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Dieser Faktor ist nie 0. Nie 0. Gibt nichts. Und den Faktor kann ich 0 setzen. Also, da habe ich jetzt 2 ln 1 durch x plus 1 gleich 0. Also, minus 1 durch 2, minus 1 durch 2. Also habe ich jetzt ln von 1 durch x gleich minus 1 halb. Mache auf beiden Seiten e hoch. So, schön Platz. Genau. Dann e hoch ln, ja, das fällt weg, also 1 durch x gleich e hoch minus 0,5 mal x dividiert durch e hoch minus 0,5. Also x rüber, e rüber, dann habe ich x ist 1 durch
e hoch minus 0,5 und das ist eben e hoch 0,5. Und e hoch 0,5 ist Wurzel aus e, es kommt was Schönes raus. Also x ist Wurzel aus e. Hätte ich das hier anders geschrieben, also hätte ich folgende Gleichung gehabt. 2 mal minus 1 ln von x plus 1 gleich 0 wäre das Gleiche rausgekommen. Also dann minus 1 dividiert durch minus 2, dann habe ich, das wäre schöner gewesen eigentlich, ln x ist 1 halb, e hoch, rup, ja, x gleich e hoch 1 halb, e hoch 1 halb, das ist schon richtig. Ja. Ich finde, dass x gleich Wurzel e ein bisschen schöner ist, aber beides gilt. Gut.